Stellen Sie sich mal vor, Sie dürften Ihre Familie, die Sie seit Jahren nicht gesehen haben, endlich wieder in den Arm nehmen, aber nur für ganze 3 Minuten. Genau das passiert zwei Familien jetzt an der Grenze von Mexiko und den USA. Vielleicht ihre letzte Chance, bevor Donald Trump seine Mauerpläne umsetzt. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Maria und ihre Tochter schließen sich in die Arme. Es gibt keine Worte dafür. Das Wiedersehen für 3 Minuten macht die Organisation Border Angels möglich. In Tijuana können sich Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko sehen. Für Maria soll dieser Lebenstraum in Erfüllung gehen. 18 Jahre lang hat sie ihre Tochter Laura nicht mehr gesehen. Sie sind getrennt durch die 3000 Kilometer lange Grenze zwischen den USA und Mexiko. Knapp ein Drittel davon ist durch einen Zaun gesichert. Das ist wie ein Gefängnis. Man kann nichts daran ändern. Irgendwann sind wir wieder zusammen und ich werde bei ihr sein. Vor 28 Jahren stirbt Marias Mann. Sie muss ihre 5 Kinder allein durchbringen. Damals ihr scheinbar einziger Ausweg, die illegale Flucht in die USA durch den gefährlichen Grenzfluss Rio Grande. Jährlich sterben dabei Tausende. Doch Maria hat es geschafft. Jetzt will der neue US-Präsident Donald Trump die illegale Einwanderung rigoros stoppen und die Grenze zu Mexiko durch eine massive Mauer sichern. 9 Jahre lebt und arbeitet Maria illegal in den USA, in ständiger Angst, abgeschoben zu werden. Nach 10 Jahren hält sie das Versteckspiel nicht mehr aus und geht freiwillig zurück in die Heimat. Ihre jüngste Tochter Laura, damals 17, bleibt in den Staaten. Wann werde ich wieder Weihnachten mit ihr feiern können? Ich weiß es nicht. Ich vermisse sie, als würde ein Finger meiner Hand fehlen. Auf der anderen Seite der Grenze treffen wir ihre Tochter Laura. Die USA sind mittlerweile ihre Heimat. Nur hier sieht sie ihre Zukunft. Ich bin in den Staaten aufgewachsen. Für mich würde es keinen Sinn machen, nach Mexiko zu gehen. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Mexiko. Ich komme von dort, auch wenn ich es leider gar nicht kenne. Seit 5 Jahren hat die 38-Jährige ihre Arbeitserlaubnis. Eine Aufenthaltsgenehmigung hat sie noch nicht, deshalb darf sie die USA nicht verlassen. Doch zumindest muss sie sich nicht wie früher ihre Mutter verstecken. Ohne Arbeitspapiere bist du nur ein Schatten. Ein Schattendasein, das viele zerrissene Familien nahe am Grenzzaun führen. Hier zwischen Tijuana und San Diego lässt die amerikanische Grenzpolizei zumindest am Wochenende die Familien zum Zaun durch, ohne die Papiere zu kontrollieren. Im sogenannten Friendship Park muss keiner befürchten, wieder abgeschoben zu werden. Auch Maria Morales kommt hierher, um ihren Sohn und ihre 9-jährige Tochter Aileen durch den Zaun zu sehen. Sie selbst wurde vor 5 Jahren abgeschoben. Nur weil mein Mann und ich hart arbeiten, kommen wir irgendwie durch. Das Leben in Mexiko ist viel härter. 600.000 Mexikaner hoffen jedes Jahr auf ein besseres Leben in den Staaten. Doch Donald Trump plant sofort nach seiner Vereidigung den Mauerbau an der mexikanischen Grenze. Der wird laut Experten bis zu 25 Milliarden Dollar kosten, nur für Material und Arbeitskosten. Hinzu kommen die jährlichen Ausgaben für Wartung und zusätzliches Personal. Diese belaufen sich auf rund 3,5 Milliarden Dollar. Und Mexiko soll das bezahlen. Für Marta Morales Irrsinn. Doch für sie zählt jetzt etwas Wichtigeres. Sie wurde von den Border Angels für ein 3-minütiges Wiedersehen auserwählt. Die Wartelisten sind lang. 5 Jahre sind Mutter und Tochter bereits voneinander getrennt. Die kleine Aileen hält es kaum noch aus. Es fühlt sich schrecklich und traurig an. Die 9-Jährige lebt mit ihrem großen Bruder in den USA und hat nur einen einzigen Wunsch. Dass Mama und Papa zu mir kommen. Für kostbare 3 Minuten erfüllt sich dieser Wunsch. Ein Wiedersehen, das allen lange Zeit Kraft geben muss. Jedes Jahr schicken die USA rund 300.000 illegale Einwanderer zurück nach Mexiko. Auch für Maria und Laura öffnet sich jetzt endlich der Grenzzaun. Für 180 Sekunden. 18 Jahre lang haben Mutter und Tochter auf diesen Moment gewartet. Es ist ein magischer Moment. So wunderschön. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Und die Minuten, die zähle ich nicht.
Die zähle ich einfach nicht. Drei magische Minuten, die viel zu schnell verfliegen. Und vielleicht ist es das letzte Wiedersehen im Friendship Park, bevor Donald Trump seine geplante Mauer baut.